So, willkommen zurück, Leute, zu The Legend of the River King. Wir müssen jetzt erstmal unseren eigenen Fisch füttern, weil sonst stirbt er und das wollen wir natürlich nicht. Ja, unsere Grundel oder was das da heißt. Füttern mit... Oh, scheiße, gibt's keinen Atommüll? Los, friss, wird fett. Da ist noch was. Okay, noch was. Wir sollen platzen. Direkt mal mit so einem fetten Frosch hier. Seit wann sieht ein Frosch so aus? Fick dich, es ist gefährlich. Hunger. Stress hat er. Aha, warum hat er Stress? Warum hat ein Fisch Stress? Seit wann? Friss den Atommüll, kleiner Grundel. Friss den Atommüll. Okay, er mag kein Atommüll mehr. Ach, vielleicht sollten wir mal säubern. Du machst das Aquarium sauber. Boah, das dauert aber lange. Schafft euch niemals ein Aquarium an, ein Quaquarium. Tankzustand. Aha. Ausstattung. Oh, wir können es ausstatten. Oh Gott, was tun wir? Hier so einen fetten Atommüll rein. Boah, Pflanzen. So ein bisschen Hanf. Noch ein bisschen Hanf. Was ist das denn? Da, Glasscherben, damit er sich auch schön verletzt. Oh Gott, ich kann nicht dekorieren, ey. Noch so fetten Stein eigentlich, aber den lassen wir jetzt mal. Dafür. Was hat denn so ein Zahnrad? Ah, Atommüll, wie geil! Nee, das ist eine Pumpe. Naja, tun wir noch zwei Pumpen hin. Ja, und jetzt, wie fühlt er sich? Wieso hat er immer noch Stress? Ich bring das Vieh um. Ah. Ben. Ach, vielleicht hat er Stress, weil jetzt zu viel im Aquarium drin ist. Flösche. Ah, da hat jemand das N vergessen. Tja, Leute, und jetzt ratet mal, was passiert. Wir angeln weiter. Und die Fische gehen uns schwimmen. Vielleicht fangen wir ja Ariel, die Meerjungfrau, falls ihr die kennt. Aber wer kennt sie nicht? Diese hässliche Hip-Hopperin, der eine Fischflosse gewachsen ist. Weil sie sich nie gewaschen hat. Komm, lass dich fangen. Der Papa will dich doch nur anfassen. Niemand mag mich. Vielleicht sollte ich einen anderen Köder nehmen. So ein ekelhaft schleimigen Wurm, ein Raupi. Oh! Und schon wird angebissen. Und da schon wieder so ein Haufen Geld, ey, das ist geil. Ey, wer, der geht ab. Ja, natürlich geht er ab, ne? Nee. Komm, der Papa möchte dich gerne essen. Ja, Kurbel, 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 Kurbel. Woo! Schubidubidu, bam. Tabado, tabado. Dein Fang? Büff. Nee, B-Forelle. 44 cm. Nice! Wir haben ja noch einen Raupi zum Verfüttern.
Boah, ey, wir fangen hier nur dicke, dicke Dinger, Leute. Kobbel. Schade, dass man diesen Scheißfisch nicht gegen irgendeinen Stein ziehen kann und dann ist er für einen Moment betäubt. Oder unser Angler fängt aus Versehen einen Hai und wird gefressen. Eimer ist voll. Ja, ich auch. Prost. Nein, ja, wieder verkaufen in dem Restaurant hier. Oh, wir kriegen schon wieder 200 Öcken hierfür. Geile Sache, Leute. Ja, langsam habe ich mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hier. Komm zu Papa, der Papa will nur spielen. Schon wieder so ein dicker Loris, ey. Seht ihr auch meinen Mauszeiger? Ganz auf Vollbild kriege ich das Bild nicht. Aber der Mauszeiger, der bringt uns Glück, ja. Auch wenn er ein Nazi ist, wie er in Holy Magic Century erfahren hat. Sind eure Mauszeiger eigentlich auch Nazis? Dann könnt ihr mir ja schreiben. Wir können eine Diskussionsrunde machen. Wow! Oh Mann, ich bin so bescheuert. Aber das seid ihr jetzt inzwischen gewohnt. Nein, wir haben keine Raupis mehr. Der Papa fängt sich jetzt so einen dicken, dicken Lörresfisch. Tja, was sag ich euch? Nein, ich habe keinen Cheat eingestellt für die Dinger. Ich bin nur gut. Nein, ich bin schlecht. Ich bin schlecht. So, was können wir uns kaufen? Schade, dass es da kein Bier gibt. Ey, das fehlt noch beim Angeln. Wir können von allem nur mal auch eins kaufen, ey. Das ist echt scheiße. Okay, Leute, ja, wir sehen uns.